Da habe ich jetzt gerade die ganze Zeit das falsche Fenster ausgewählt. So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, werte Ultimisten, Follower, Abonnenten, Hallöchen und schönen guten Abend, ihr alle. Jetzt gibt's auch Musik. Na, nochmal. So. Ich hoffe, ihr hattet heute einen wunderschönen Dienstag gehabt. Soweit in Ordnung. Guten Wochenstart. So. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen was anderes. Ich will mich jetzt auch nicht von wegen da rausreden, von wegen so, ja, Kingdom Come und so weiter, aber ich habe gedacht, warum nicht was Neues anspielen und damit auch gleich ein paar Sachen ansprechen, die einfach mal geregelt gehört werden, beziehungsweise die geregelt werden müssen, die angesprochen werden müssen, weil muss ja und so. Naja, okay, danke für die Meldung, Steve. So, und zwar, während die Musik läuft und ich irgendwie noch ein bisschen versuche, Zeit rauszuschinden. Thema Nummer 1. Ihr habt vielleicht festgestellt, so, ja, Borderlands ist jetzt schon wieder einen ganzen Monat, glaube ich, her. 3 Wochen? 2, 3 Wochen auf alle Fälle, wenn nicht sogar fast einen Monat. Hängt damit zusammen, dass bei den anderen so ein bisschen Stress herrscht im Privatleben und so weiter. Und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Wieso, weshalb, warum. Deswegen gehört Borderlands erstmal in die Kategorie pausiert. Es ist nicht abgebrochen, aber pausiert auf erstmal unbestimmte Zeit. Bis bei den anderen wieder Zeit, Lust und Laune ist. Ja, und dann passt das. Moment. So, und jetzt muss ich doch das nächste... ja, ich muss dringend. Hier. Was nehmen wir für eine OST? Komm schon. Irgendwas, wo ich auch ein bisschen quatschen kann. Na komm. Nee, nicht schon wieder. Bitte was anderes. Nee, da kriege ich Copyright-Probleme. Nehmen wir den. So. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, also wie gesagt... Traurig, witzig, aber ja, leider wahr. Nee, es liegt wirklich daran, dass bei den anderen gerade ein bisschen Stress privat herrscht. Also von wegen mehr Arbeit anstatt Freizeit und so weiter. Und die wirklich den Sonntag auch für sich haben wollen, was ich auch verstehen kann. Deswegen ist Borderlands erstmal pausiert. Das ist schon mal das Erste. Borderlands ist erstmal pausiert. Ich denke mal vielleicht einen Monat. Also ich denke mal vielleicht bis März, dann geht's weiter. Vielleicht auch bis April, ich weiß es nicht. Dann weiß ich natürlich nicht, wie es gerade mit Star Wars The Old Republic bestellt ist, mit Theron und mit mir. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob man da vielleicht dann etwas Zeit, Lust, Laune hat für Sonntags, aber momentan merke ich selber so Sonntags so, ja, da würde ich gern auch mich ein bisschen erholen, zumal ich den Haushalt schmeißen muss und so weiter. Dann habe ich aber auch wiederum gedacht so, Sonntags vielleicht irgendwie so random einfach was spielen, so wie heute, würde eigentlich schon Fun machen. Deswegen gibt es heute anstatt Kingdom Come Deliverance, Dungeons and Dragons mäßig Skyrim. Allerdings, Ladies and Gentlemen, tut euch den Gefallen und seid bitte 18 Jahre alt, denn ich habe das Spiel so dermaßen gemoddet,
Das ist nichts für Jugendliche mehr. Also nicht einfach hingehen und hier, ja, Drache töten, 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 sondern da geht es wirklich ein bisschen härter zur Sache. Wobei ich die schlimmsten Mods eigentlich rausgenommen habe. Zum Beispiel hier, was war's? Wobei eine bestimmte Mod habe ich jetzt doch nicht rausgelassen. Das ist die Blutdetail-Mod und so weiter. Also sprich, es wird regelmäßig Blut fließen. Also Blutspritzer hier, Blutflecken da und alles natürlich schön gewaltverherrlicht detailliert. Aber ich glaube, ich habe die Enthauptungsmod eventuell abgeschalten. Ein paar Styles habe ich drin gelassen. Ansonsten alles, was. Oh Scheiße, ich habe eine bestimmte Mod nicht umgeändert. Ups, naja, wird schon schief gehen. Ja, und da geht das Lied auch schon zu Ende. Ja, auf jeden Fall werden wir uns gleich mit Skyrim so ein bisschen zuwenden. Natürlich nicht als Hauptprojekt. Hin und wieder mal vielleicht so ein bisschen, wenn ich lustig und lustig bin, mal so ein paar Mods angehen und so weiter, die mal ausprobieren, wie die funktionieren und so weiter. Ja, das ist es ja. Ich habe vergessen, eine Mod umzuändern. Obwohl, das kann ich ja noch schnell umändern, während das Lied läuft. Okay, wo mache ich das? Also ich habe hier Enhan also ich habe auch ein paar gute Mods, also mit richtiger flüssiger Bewegungen, damit die nicht so irgendwie so steif laufen, wie als ob die einen Besen im Hintern haben. Spaß an der Perspektive, also sprich, dass man auch selber runtergucken kann und man sieht, aha, der Charakter hat, man sieht die Beine und so weiter. Female Facial Animation zum Beispiel ist auch ganz hübsch, dass man bei den Frauen sieht, wie die ihren Mund bewegen, wie, wenn sie lächeln und so weiter. Aber das hier, das muss ich mal kurz reinstallieren. Replace. Geht ja zum Glück recht schnell. So, ich hätte gern das hier, das hier, das hier natürlich. Dann mal gucken, was ist der Unterschied? Nehmen wir das. Ultra. Ach so, stimmt, die Augenbrauen Details. Nehmen wir das hier. Ja. Finish. So, perfekt. Wurde erfolgreich umgeändert. Und dann können wir auch gleich loslegen. Außerdem möchte ich mal so die Mods noch so ein bisschen austesten, wie wo was und so weiter. Also wie gesagt, ein paar habe ich jetzt rausgenommen, ein paar Bewegungsmods, dann ein paar Rüstungsmods, Sneak Tools habe ich jetzt auch mal rausgenommen, weil es soll ja Skyrim sein und nicht hier, wie heißt's? Ah, Dark Project mäßig. Thief, genau, Thief. Weil mit Sneak Tools kann man sich hier Feuerpfeile, Seilpfeile, Wasserpfeile und so weiter hercraften und so weiter. Man schaltet auch neue Perks frei, von wegen so, dass du dich wirklich wie für den Dieb, dass du zum Beispiel heimlich töten kannst und so weiter. Und hast du nicht gesehen. Ansonsten, okay, Frisuren ist klar, dann die Straßen, die Jägermod, da muss ich mich genauer reinfuchsen. Wie das funktionieren will, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Tier erlegt, mit richtigem Werkzeug das Fell richtig abzieht und das Vieh auch erlegt, also Fleisch und so weiter, das ist natürlich so, seine Zeit dauert. Ansonsten ja, schauen wir mal, wie wo, was und so weiter. So. Und ich denke mal, vielleicht, aber auch nur vielleicht, wenn ich lustig bin, wird sonntags ein bisschen Skyrim geben. Nicht lang, vielleicht nur so 2 Stunden. Ansonsten gibt es ja immerhin noch Speedrun-Qualität von Meister Velar. Was mir gerade einfällt in Sachen Speedrun,
Und Dokumi, ich glaube, ich muss mir ein Ticket holen, kann das sein? Wenn ja, dann hui, dann muss ich mir mal mich bei einem bestellen. So, dann wollen wir mal spielen. Und ich. Werde erstmal noch ein paar Einstellungen umwechseln dürfen. Weil ich spiele das hier eigentlich nur im Vollbild. Und nicht im Fenstermodus. Hacknet ist ja jetzt durch. So, okay. Ja, ansonsten muss ich mal ein Ticket holen. Und dann ist das so. Finde ich zwar blöd, aber naja. Wenn es nicht anders geht, dann war das die erste und letzte Dokumi für mich. Ich meine, nichts gegen Dokumi und so, aber holy shit. Also irgendwas, ich will da jetzt auch niemand anprangern, ich will da auch nichts schlecht reden, ich will auch nicht rumhaten, aber holy shit. Irgendwas läuft schief. So. Gut, jetzt aber spielen. So, jetzt müsste aber. Ja. Okay. Spiel, würdest du mal bitte in den Vordergrund, zumindest mit OBS. Ja, sehr schön. Gut, Musik und so stellen wir alles in-game ein, weil wegen muss ja und so. Gut, dann würde ich mal sagen, neues Spiel. Und ja, neues Spiel, weil ich habe nämlich noch meine Saves, die ich zum Testen benutzt habe, gelöscht. Irgendwann werde ich mir noch mal ein Safe zulegen, weil ich habe nämlich als Dunkelelf ganz gern gespielt, als Magier. Allerdings kam es mir so vor, ich bin durchgerusht. Und da dachte ich mir auch so, okay, warum rushe ich das so schnell durch, bis ich dahinter gekommen bin? Okay, ja. Huch! Was? Okay, wow. Irgendwie habe ich da was kaputt gemacht. Ich glaube ja. Starten wir nochmal das Spiel durch. Alternate Start Mod? Okay, warte mal. Achso, ja, ich mache mal nochmal Deploy Mods am besten. Dann wird kurz alles überprüft und so weiter. An sich eigentlich keine Fehler auffindbar. So, get more Mods. Da, 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 da. So, alternate start. Live another life, meinst du das? Also diese Mod? Mal gucken, was ich dafür auch brauche. Ja, okay, die DLCs, die habe ich ja soweit. Ansonsten gucke ich mal. Skip Intro. Skip Bethesda Intro. Skip New Game Intro. Ja, da haben wir es doch. Prisoner. Skip New Game Introduction. Dass ich denke ich mal gleich. Da rein kann. Huch, was zum. Tego! Alternate Start, Live Another Life. Okay. Danke für dein Abo. Für deine Verlängerung. Vielen herzlichen Dank. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 10 Monate schon. Die Zeit vergeht. Vielen herzlichen Dank für 10 Monate Treue. Vielen, vielen herzlichen Dank. So.
Wieder neue Nudeln für Gumshoe. Für einen Monat zumindest. Okay. Weil sonst hätte ich jetzt Prisoner. Okay. Alternate Star, Live Another Life. Ja, okay, dann teste ich das mal aus. Habe ich. Ich finde bloß die eine Mod nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde. Companion Maker oder wie die sich schimpft. Wo ich hier. Na! Na! Hier, wie heißt's? Meine Begleitung komplett verunstalten kann. Zum Beispiel kann man Lydia auch Kriegsbemalung etc. geben. Weil Lydia ist, komme ich noch später drauf. So, okay. Scheint eigentlich. Dann nochmal Lounge, bitte. So. Absolut, wie geht's, Teko? Ich hoffe, du hattest heute einen wunderschönen Dienstag gehabt. Danke für dein Host. Okay, das ist cool. What the hell? Wo bin ich? Bin ich in Dingens hier? In Helgen? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, wie gesagt, ich hoffe, du hattest einen guten Dienstag gehabt, einen guten Start in den Tag. So. So, das ist schon mal die erste Mod. oder die ersten Mods. Einmal Skyrim UI, also komplett anderes UI. Dann natürlich ein paar, eine neue Rasse. Ignored Race zum Beispiel. Wood Elf, Regard Race, Rotwadrone, okay. Ork, Nord, Khajiit, Kaiserlicher Hochelf, Dunkelelf, Bretone und Argonier. Okay, ja, das sind eigentlich soweit die üblichen. Aber ansonsten, das, was ihr hier alles seht, oh, hoppla, das wollte ich eher weniger. Rasse, Körper, Kopf, Gesicht, Augen, Braue, Mund, Haare, Extra, Gesichtsausdruck, Farben, Make-up, Körperbemalung, Handbemalung, Fußbemalung, Körperform, Magie, Bestien, Waffen, das eher weniger. Und das gehört zu einer Mod namens Race Menu. Also sprich, ich kann alles Mögliche umändern. Von Nase bis Augen bis alles Mögliche. Ist eine tolle Mod, wie ich finde. So, schauen wir mal. Argonia. Optimal. Schloss knacken recht gut. Nee. Also meistens spiele ich immer Dunkelelf. Halt hauptsächlich wegen Magie. Hochelf, eher weniger. Kaiserlicher, ach, mit Wiederherstellung. Schwerrüstung, einhändig, plus 5. Da spiele ich lieber Rotwadrone. Gefällt mir besser. Weil die einhändig und Schmiedekunst natürlich noch haben. So. Kopf, Geschlecht, männlich, weiblich können wir uns aussuchen. Ich bleibe am Ende. Dann gibt es natürlich noch die diversen ja, schon vergeigt. Körpervorgaben. Sieht soweit ganz gut aus. Hautfarbe. Bleibt mal bleich. Gewicht. Also, ja. Von wegen hier schlank und dürr oder hier kräftig bald breitschultrig hoch. Das wollte ich hier weniger. Können wir gleich ändern. So und so. Okay. Und deine Änderung verwerfen? Ja. Okay, why is that? Presence, okay, nix. Kamera, Sculpt. Wo ich hier übrigens auch alles Mögliche, aber davon lasse ich die Finger. Da machen wir es anders. No. Well.
da ist das Schmiel abgeschmiert. Hups. Nochmal. Ich muss mal kurz was nachgucken. Angeblich, ach, jetzt ist es beendet. Ich wollte gerade sagen, angeblich ist das Spiel noch am Laufen. Oder war am Laufen. So, dann nochmal. Ziemlich windig, ja, bei mir war es auch windig. Geregnet hat es gestern, aber heute wieder brutal Sonnenschein. Bis zum Abwinken. Wo ich mir auch nur so dachte, brr. So, neues Spiel starten. Jetzt aber. Wupp. Na also. Ich möchte gerne wieder Rotwardone. Körper. Vorgaben. 1, 2, 3, 4, 5. What the hell? So. Kopf. Gesichtsfarbe, Schmutz, Schmutzfarben, Narben. Ja, komm, so. Kriegsbemalung. Will ich keine Stirntiefe? Mund? Keine Veränderung irgendwie? Dann kann ich jetzt noch voll in die Details gehen mit Nase, Augen und so weiter. Augen, Augenform, Augenfarbe. Auch einer der Mods. Viel mehr Augenfarben. Wie man sieht, war Eyes of Beauty ebenfalls eine tolle Mod. Gerade wenn man so darauf steht, hier mit solchen Sachen zu arbeiten. Huch. So. Braue Braunart. Ich kann mir natürlich noch die Augen brauen. Da gibt es, glaube ich, auch noch Enhanced Character Edit. So. Nehmen wir die hier einfach mal, die Höhe und so weiter. Mund können wir eigentlich so lassen. Haare. Der Bart. Hätte ich gern so einen 3-Tage-Bart. So. Die Haarfarbe. So. Die Haare natürlich. Gibt es ja hier einmal klar die von Skyrim, ESM. Wo ich mich hier aussuchen könnte. Und natürlich Hairdo, Kaleidoshop nennt sich das, glaube ich, wo ich hier auch noch die Frisuren austesten kann. Ich muss sagen, da gibt es ein paar recht interessante Frisuren oder recht gute Frisuren, die für weibliche Charaktere ganz gut passen. Auch mit Beanie sogar. Passion, Persona, Onyx, One Minute. Obscura, Nightwind, Night Springs, Nice Guy. Ich weiß nicht, ob das so eine Ding-Frisur ist, nur für die Dunkelelfen. Seitlich abrasiert, dann so eine Art Irokese. Und oder was heißt Irokese? Ja. Seitlich halt abrasiert und in der Mitte lang. Beschleunigen wir das Ganze wieder. Jetzt nicht sowas, aber... Na komm, nehmen wir das. Kurz und bündig. Extra, dann können wir nochmal hier einstellen. Gesichtsausdruck mit verwundert und so weiter. Zeige ich auch mal schnell. Jetzt sind wir verwundert, angewidert, überrascht. Kann man alles hier so einstellen? Das sieht so bescheuert aus. Kampfschrei, Kampfwut und so weiter. Ich lasse es aber einfach mal Standard. Man kann sich da echt stundenlang damit aufhalten, seinen Traumcharakter herzustellen.
Magie, da habe ich jetzt auch noch nicht geguckt, aber ja, passt soweit. So. Hopp. Ja, es hat Schwierigkeiten bei. Es ist halt wegen der eine Mod, die Race-Mod. Das gibt es auch für Fallout 4 zum Beispiel. Da kann man auch alles Mögliche dann einstellen und so weiter. Und hat man nicht gesehen. Und uff. Ganz wichtig, uff, nicht vergessen. Ne? Und was ich gern machen möchte, das Fenster richtig verschieben. Jawohl. So. Beenden und dem Charakter einen Namen geben. Ja, Gefangener. Nicht wirklich. Was nehmen wir da für einen Rot-Vardon-Charakternamen? Ich kenne mich mit Skyrim null aus. Second Chance. Use the Mirror Statue to choose a new life for yourself. Okay, wir haben ein Bett, in dem wir schlafen können. Unlock. Nobody responds to my pounding on the door. Da bin ich mal gespannt, wo wir sind, wo wir beginnen und wie wo was. Und das ist übrigens The Joy of Perspective, aber irgendwie, ach, wahrscheinlich wegen der Mod hier, dass das nicht so ganz so flüssig läuft, wie ich es mir gerade denke. Naja, Statue of Mara. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. I arrive on board a ship. Okay. I'm a patron at the local inn. I'm a soldier in the army. I got caught crossing the border illegally. I want to escape the cell. I'm an outlaw in the wilds. Junger Vater! Was gibt's da an Auswahl? I arrived on board on a ship. Okay, ich wurde auf dem Schiff gefunden irgendwie. Oder bin an Bord gegangen. I own property in one of the holds. Mir gehört eine Burg, glaube ich. I'm a new member of a guild. Ich bin ein neues Mitglied in der Gilde. I'm a patron at the local inn. Okay. Ich bin Soldat in der Armee. Und natürlich, also Vanilla Star bedeutet in dem Fall der ganz, alles ganz normal. Ich wurde geschnappt, während ich illegal die Grenzen überquert habe. Ich will dieser Zelle entfliehen. Outlaw in the Wilds. Ich bin Ausgestoßener. Oder ja, halt ein Räuber, irgendwie sowas. Ein Rächer of a Standard, keine Ahnung. Camping in the Woods. Shipwrecked off a coast. I'm a Vampire. Oh ja, ein Vampir. Necromancer. Okay. I'm a Warlock's Thrall. I was attacked and left for dead. I am a member of the Aligier. Komm, ich nehme mal a Vampire. Beware the creatures of the night. Use them. Okay, use the empty bed. Frage, ich schaue mal kurz nach. Adre okay, Flammen. Heilung. Einmal Zerstörung, Wiederherstellung, Kräfte, Adrenalinschub. Ah, finde ich super. Und ansonsten Giftresistenz, also nichts mit Vampirismus. Oder es kommt noch, lasse ich mich mal überraschen. Das zweite ist, ich möchte in diesem Spiel auf Magie verzichten. Ein Rotwadrone. Eignet sich halt hier an den Fähigkeiten. Gut, eigentlich kann man einen Charakter so oder so spielen, so wie man den möchte. Man kann auch einen Dunkelelf zum Beispiel spielen und hat das und das. Allerdings, na, will ich den so spielen? Schmiedekunst auf alle Fälle will ich hochgetrabt bekommen. Schwere Rüstung, vielleicht Blocken, denke ich mal auch. Zweihändig, vielleicht einhändig auf alle Fälle. Schießkunst, vielleicht leichte Rüstung, ja. Und der Rest mal gucken. Ist halt so ein Ding. Also ich könnte auch natürlich nur auf Magie gehen. Also es bleibt jedem überlassen. Vor allem weiß ich nicht mal, bis wie weit man da hochgehen kann mit den Stufen. Sieht man ja alles. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob die Mod abschmiert oder nicht.
Well. Ich glaube, ich bin ein Vampir. Ja. Mantelte Schreckensgegner in Nahkampfreichweite erleiden 60 Sekunden lang 8 Punkte Frost- und Ausdauerschaden pro Sekunde. Umarmung der Schatten. Vampir ist unsichtbar und besitzt 180 Sekunden lang verbesserte Nachtsicht. Vampirsicht. Verbesserte Nachtsicht. Vampirsklave belebt einen mächtigen Toten wieder. Kreaturen, Personen bis zur Stufe 10 kämpfen 30 Sekunden lang nicht. Ah, okay. Well. Naja. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das an dieser Mod liegt, weil normalerweise bewegen und so. So. Ich sammle trotzdem einfach mal alles ein. Man kann ja Tränke herstellen und die dann verkaufen. Vor allem weiß ich da ehrlich gesagt nicht, wie, wo, was und so weiter. Schneebären. Wenn ich jetzt noch wüsste, für was die doch mal gut waren. Weil ich habe auch nicht alle Rezepte noch im Kopf. Blasen sich auf. Dabei sind sie die Ersten, die brennen, wenn die Sterblichen sich organisieren. Wein her. Kann ich soweit, denke ich mal, ganz gut gebrauchen. Die steht Redet. Alles so stocksteif da. Ich weiß nicht, ob das an dieser Mod liegt. Oder ob ich da was umgeändert habe. Ja? Naja. Ups. Achso, da habe ich ja. So. Wunderbar. Hm. Vielleicht hätte ich doch was anderes nehmen sollen. Aber interessante Mod soweit schon mal. Dass man gleich voreinstellend beginnen kann, wie man starten möchte. Weil ganz ehrlich, ich habe bei Skyrim bis jetzt noch nicht groß auf einen Vampir getroffen. Beziehungsweise habe ich noch nicht so weit gespielt, dass ich sagen kann, ja, da und da gibt es Vampire. Ich weiß, wo es Werwölfe gibt und so weiter, aber wir wollen schon Werwolf sein. Also ich nicht. Vielleicht hätte ich doch die eine Mod. Ich spreche nicht mit meiner Beute. Ey, ich bin auch ein Vampir. So. Eisenkriegshammer. Kriegshammer. Hm. Ja, wenigen. Ja, nicht so gerne. Alter, das kann's doch nicht bringen. Mexikaner! Okay, jetzt habe ich auch hier schön die Maus natürlich mit im Spiel. Halleluja. Das passiert, wenn man noch nebenbei in den Chat guckt. So, Stab der Rasserei. Leichte Rüstung. Ja, immer her damit. Illusion verbessert. Steht nebendran, dann nehme ich es auch. Ich weiß wirklich nicht, ob das hier an dieser Another Life Mod liegt, dass die Leute so steif stehen. Oder dass ich da erstmal was aktualisieren muss. Aber ich habe doch schon, bevor ich das Spiel gestartet habe, alles aktualisiert. Bewegungsmuster etc. Ich warte erstmal ab. Danach. Gerade erst genährt, aber noch immer hungrig. Blut. Alles, an was ich derzeit denken kann. Das letzte Opfer war so gut. Genau das richtige Maß an Gegenwehr. Redet das Essen mit dem Koch? Spiele niemals mit dem Essen, es sei denn, es spielt mit dir. Roter Wulstling überall.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Wölfe mich angreifen sollen, müssen, machen, haben, tun, oder ob Vampire die Wölfe abrichten können. Weiß ich nicht. Überall rote Wulstlinge. Junger Vater. Ich weiß echt nicht mehr, wofür die gut waren. Wie gesagt, ich habe die Alchemie jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf, dass ich sagen kann, oder dass ich mit Alchemie so weit fortgeschritten bin. Sag ich mal ganz kurz. Da. Alchemie. Einmal hoch, einmal hoch. Dass ich hier Experimentator machen kann. Wenn du eine Zutat isst, erfährst du die ersten beiden Wirkungen. Da brauche ich Stufe 50 Alchemie. Und das dauert. Da müsste ich wirklich die seltensten und extremsten Exoten der alchemistischen Tränke herstellen, damit das möglich ist. Sag mal, überall hier diese roten Wulstlinge. So, jetzt müsste ich eigentlich dem Ganzen hier entkommen. Und da bin ich gespannt. Keine Rückmeldung gefällt mir jetzt schon mal nicht. Mache jetzt keinen Flag Skyrim. Ob das an der Mod liegt oder ob ich da was updaten muss. Aber bis jetzt keine Rückmeldung. Schon mal sehr gut. Wow. Ich warte jetzt einfach mal noch ein bisschen. Ja, ich weiß, das liegt daran, weil ich mich, weil ich umgeswitcht habe auf das Twitch-Chat-Fenster und deswegen sieht man die Maus. Also bei mir ist gerade Skyrim immer noch mit keine Rückmeldung markiert und hängt. Weil bei mir steht hier immer noch dran, Runenzauber erschaffen magische Fallen, aber nur auf Oberflächen in der Nähe des Zaubernden. Na komm, Spiel. Skyrim reagiert nicht. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Versuchen wir es nochmal. Deploy Mods. Nochmal gucken. Hier bitte Open in File Manager. Scripts. Meshes. Actors. Character. Characters, okay. Behaviors, nein. Female, nein. Da haben wir es. Behavior. Oh, Tools for Users. Updaten. Aktualisieren. Alle Animationen eingelesen. Da, 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 da. Alles klar. Ja, dann soll es eigentlich.
Wisst ihr was? Wir machen noch mal komplett neu. Zur Sicherheit. Rasse hätte ich gern wieder Rot-Vardone. Vorgaben. Nehme ich jetzt einfach den Kerl hier. Fertig. Okay. So. Begann a second chance. Speichern. Ja. Well. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. Andere Frage. Was hat bei dir geklappt, Steve? Wow. Okay, Moment. Klick ein kurzes Mal und dann auf Antwort. Achso, okay. Andere Frage, was hast denn du da eigentlich hier ausgewählt? Ah, da ist immer noch die. Ansonsten würde ich fast mit Vanilla Start gehen. Einfach mal um zu testen. Ob es daran liegt, an der Mod. Achso, okay. Such is the strange and twisted hand of fate. So. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und dann mal schauen. Wir nehmen den ganz normalen Vanilla-Start. Ansonsten schmeiße ich mal die Mod runter. Und guck, ob das irgendwie mit den anderen zusammenhängt. Das gibt's doch nicht. Wow! Wow! Also irgendwie... Well... Nun... Woran liegt das? Deaktivieren? Ah, vielleicht sollte ich das mal aktivieren. Dann hier Force New Idols. Das kann jetzt nur kurz dauern, weil die FNIS Data es sich ordentlich updaten muss. Oh boy. Ja, bitte auf Deutsch erstmal stellen. So, aktualisieren. Ich glaube, das hat wirklich daran gelegen. Weil jetzt liest er nämlich auch die anderen Mods mit rein. Soweit. Alles klar. Dann noch mal kurz Mods deployen. Confirm bitte. Noch mal deployen. Scheint in Ordnung zu sein. Ach ja. So.
So, erstmal das weg, das weg, das weg, das weg. Dann machen wir es jetzt mal ein bisschen einfacher. Wie war denn das jetzt? Nur Chat anwenden. Ah, perfekt. Dann kann ich nämlich auf mein Handy schauen. So. Spielstand löschen. Und neu. So. Neuer Test. Aber ich glaube, ich habe diesmal die eine Mod rausgeknallt. Ja, ich habe die eine Mod rausgeknallt. Mit New Beginning. Alternate Start. Deswegen tun wir uns jetzt trotzdem mal dieses Intro an. Und aha, sieht doch schon besser aus. Tun wir uns jetzt einfach mal das Intro an. Finite Incantate. Und dann mal gucken, wie es mit dem mit der Bewegung aussieht. Und hast du nicht gesehen. Oh. So. Und jetzt will ich eigentlich mal wissen, ist die Lautstärke eigentlich in Ordnung? Weil ich habe da eigentlich gar nichts dran geändert. Stimmen, Musik habe ich recht leise. Fußstapfen, ja, Effekte mache ich lieber auch mal so. Stimmen laut, Musik kann so bleiben. Gameplay, genau. Adept, Lehrling, Novize, genau. Legendär, Meister, Experte, Adept, Lehrling. Ich bleib mal bei Adept. Kann man ja nichts falsch machen. Anzeige, alles klar. Mod-Konfiguration, also hier zum Beispiel Enhanced Blood, wo man hier einstellen kann. Genauso wie Hunterborn. Da muss ich auch noch gucken, wie genau das richtig funktioniert. Man braucht auf alle Fälle die DLCs. Ach, Start Hunterborn. Ah, sollte ich vielleicht mal da draufklicken, meine Herren. Glaube ich zumindest. Weil da kann ich nämlich Jagd auf die nicht nur auf die Viecher machen, Tweaks, sondern kann hier alles einstellen, wie, wo, was und so weiter. Da braucht man übrigens nur einmal die DLCs und einmal die SKSE-Mod. Dann die Sky UI natürlich, auch am besten XP, MSE, Styles. Ach so, ja, wo die Waffen sein sollen und so weiter. Axt, Stil links, Streitkolben, Schwert, Spieler, Schwert auf dem Rücken, Schwert auf dem Rücken, Schwert mit Klinge nach oben, Schwert an linker Hüfte, kein baumelndes Schwert mehr, Schwert auf dem Rücken, SWP, komm, Schwert auf dem Rücken. Schwert auf dem Rücken. So, dann gibt es natürlich noch Platz für Dolch, Zweihänder, mit Klinge nach oben, an End der Hüfte, okay, auf dem Rücken, Streitaxt, Kriegshammer, Schild, okay, Standard, Stab, Bogen, umgedrehter Bogen, Getürnter Bogen, Frostfallbogen, Armbrust, Bolzen, Köcher, Frostfallköcher, komm. XP, das ist übrigens auch eine Mod, Skelettmod, Magie, wow, Schrei, mal gucken, Dödelschrei, okay, nein, so, Standard.
weil das wäre auch. ist eigentlich irgendwie auch ganz witzig. Wenn man so einen Drachen schreit. Ja, oder nein. Oh Mann. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rolfstadt. Ich komme aus Rolfstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Macha, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Nicht wundern, ich gucke hier gerade, wegen der Maus. Das Dumme ist halt, ich habe nur kurz rausgetappt, um zu sehen, ob ich auch wirklich gemutet war. Und auf einmal taucht die Maus mal wieder auf. Das ist unglaublich. Also ich kann echt nichts machen, ohne dass die Maus sofort mit... Wie war denn das jetzt nochmal? Spielaufnahme. So, okay. So. Jetzt müsste eigentlich die Maus so sein, dass ihr sie nicht mehr seht, aber ich sehe sie halt noch. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre. Ja, Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell.
Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ich dachte, die Team gibt's nur bei Boston. Und was ich sagte, ist, wegen der Maus, die nervt mich dafür jetzt. So. Machen wir jetzt einfach mal so. Ein 3-Tage-Bad. Ja, so in der Art. So. Okay. Und so. Fertig. Was macht ihr hier, Rotwardone? Seid ihr ein Söldner? Ein Seemann von Stros Mackay? Nein, hier stimmt etwas nicht. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfeld zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. So, es wurde gespeichert, dann einmal normal speichern. Dann würde ich kurz das Spiel nochmal neu starten. Aber diesmal scheinen die Bewegungen zu funktionieren. Da lag das wahrscheinlich wirklich an diesem FNIS dran, dass ich da das eine aktivieren musste für die XP Skeleton Mod. Startschwierigkeiten gibt's auch mal. Es gibt auch mal Startschwierigkeiten. Ist ja nichts anderes wie bei einem Speedrun-Event. Skyrim reagiert nicht. Yay. Skyrim reagiert nicht. Yay. Das mache ich jetzt anders. Skyrim Script Extender öffnen. Optionen. Weg mit dem Fenstermodus. Und achte auf den Handy-Chat. Irgendwie habe ich das Gefühl, Skyrim macht im Fenstermodus mehr Faxen als... Ja, ihr wisst schon. Ich hasse diese Bewegung jetzt schon. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt
Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Was ich halt hasse. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Gerade bei dem Hauptmann oder Hauptfrau, dass die so läuft. Ein Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Weil mit meiner anderen Motte laufen die etwas laufen die Frauen femininer. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmenteln! Und ich weiß nicht, ob das im Original. So furchtlos, wie er im Leben war. Rotwardone, ihr seid dran. Ob das hier im Original auch so hart ist, dass das so das Blut spritzt. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Deswegen Gefangener schön weitergehen. Habe ich da auch Mods spielen lassen. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Ganz kurz, die Mod funktioniert bis jetzt noch nicht, weil unsere Hände gefesselt sind, deswegen. Ja. Jarl Ulf, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Hallo. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch. Hey. Au. Das tat weh. Einsammeln können wir übrigens noch nix. Weil wegen Hände gefesselt. Armin, ihr müsst hierher kommen. Los, lauft so schnell. Ja, Junge, das macht ihr sehr gut. Ja, Junge, bleib doch stehen. Alle mal zurück! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Atva. Was auch gemottet ist, ist übrigens hier diese Straßen hier, die leuchten so schön, gerade bei Sonnenschein, aber ansonsten sind die Kacheln deutlich treten die Kacheln deutlich hervor als Hauptweg. Und da wurden wir übrigens umgeboxt. Oh, hoppla.
Ich finde die Ragdoll Monte so geil. Die schlattert halt so schön vor. Huch! Und das ist übrigens kein Mass Effect. Und boff. Uiui. So, viele würden mich jetzt hassen. Das ist gut. Au. Aus gutem Grund. Ich kann euch drinnen losschneiden. Kommt schon. Deswegen, sorry. Schnell. Ich kann euch drinnen losschneiden. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, mag zwar sein. Das sieht aus, als aber für mich ist das Central eher. War das wirklich aus XCOM. Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. So, und jetzt funktioniert auch hier die Mod. Diese Verbrennungen finde. Von wegen hier. Ihr besorgt euch The Joy of Perspective. So, Bücher nehme ich mal auch mit. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Truhe ist leer. Gold. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. So, dann will ich kurz mal was testen. Alles klar. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Eisenschwert. Vor allem, ich kann hier... Ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ja, ja, ja. Ich kann hier überall das Zeug nehmen, aber nein, ich muss... das hier nehmen. Ihr legt besser die. Was? Naja. So, dann machen wir mal. Geisterliche leichte Rüstung, geisterliche leichte Stiefel. Die kann ich dann wegschmeißen. Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Objekte, Waffen, Eisenschwert. Gewicht 9. Ihr solltet in Bewegung bleiben. Schwingt das Ding ist immer noch da draußen. So. Auf jeden Fall, das macht die Mod halt. Hm. So. Ein Schwert packe ich aber mal wieder weg. Damit es so schön aussieht. Niedrig, ja, ist klar. Dann verwende ich auch gleich mal den Wein. Dazu ist er ja da. Jawolla! Lasst mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Eisenstreitkolben. Ich muss gerade mal was gucken. 8 und 9, 13 und 10. Okay. Schild, Eisenkriegsaxt. Im Übrigen werde ich dann später im Laufe des Spiels meine Waffen selber schmieden, herstellen und so weiter und verbessern. Deswegen Rotwadone. Und Rums.
Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Freiheit oder Gurkengarde! Na? Das wäre das. Wunderbar. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Wie gesagt, ich könnte jetzt den Charakter hier, den ich spiele, voll auch auf Magie trimmen und so weiter, auf alles Mögliche, aber ich will mit dem Charakter schon bei einigen Dingen bleiben. Alles ist optional, alles ist möglich, aber alles kann nichts, muss, etc. etc. Buch nehme ich aber auf alle Fälle mit. Die lassen sich später ganz gut verkaufen. Oh, da. Aha. Zwei Händler war eigentlich auch nicht schlecht. Aber, nimmt halt verdammt viel Platz weg. Oder was heißt Platz weg? Nimmt halt verdammt viel im Inventar Gewicht ein. Das will ich sagen, genau. Hier oben gab's nichts, okay. Und fertig, hier entlang. Alle klar. Wie gesagt, die einen oder anderen werden mich hassen, aber... Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Was wollte ich jetzt sagen? Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht... was vor sich geht. Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich werde nebenbei noch hier Schlösser knacken. Na? Na, jetzt. Sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der Ab. Herr schrie Wochen lang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. 12 Dietriche bekommen. Halleluja. So. Novize ist ja, glaube ich, der Anfang. Beziehungsweise einfachste. Nach Novize müsste den Club Lehrling kommen, dann Adept. Komm, nehmen wir alles mit. Weil, because kann ich gut verkaufen. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Geh. Dann gehe ich halt. Und gleich gibt es den ersten Stufenaufstieg für Schlösserknacken zumindest. So, verbessert. Aber so ein richtiger Stufenaufstieg, der lässt leider noch auf sich warten. Geldbeutel, Skelett, Knochenmehl, her damit. Besser hier unten als da draußen. Keine Ahnung, warum der stehen bleibt. Knochenmehl, Gold. Schäbige Rohre.
Ich brauche echt, wie heißt, nebenbei noch so eine Liste, damit ich weiß, welche Zutaten für was geeignet sind. An Dingens hier. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ja. Hier, wie heißt? Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lass mich nachdenken. Angrieb! Na also, einheitlich wurde schon mal verbessert. Ja, jetzt aber. Oh. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Schade, dass ich jetzt kein Feuer habe. Egal. Na, komm schon. So, Eisenpfeile nehme ich mit. Auf jeden Fall, das meinte ich halt mit der Blutmod. Deswegen ist Skyrim hier ab 18. Weil wegen Blut, Tod, Verderben und hast du nicht gesehen. Übrigens habe ich auch noch eine Wassermod drauf. Eine Grafikmod ist ebenfalls mit drauf. Damit es ein bisschen. Ich glaube, 2K-Texturen und Wasser, Beauty Waters, oder wie es heißt. Na komm. So. Wir hatten auch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen. So, hier I am. Sonst doch was? Nö, und da ist ja schon die kaputte Brücke. Jetzt mal überlegen. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Hier, wegen diesem verdammten Knochenarm bin ich auch schon mal verreckt. Im Intro. Wegen Ragdoll-Mod, glaube ich. Oh boy. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Kommst du runter? Oder so? Das wäre das. Was kommt denn jetzt? Noch Riesenschlangen? So. Alles mitnehmen. Die Eierbeutel durchsuchen. Ja, halt da oben noch. Dann hier das Zeug. Sogar ein Edelstein war dabei. Müsste ich gleich mal nachgucken. Aber zuerst mal. Okay. Okay. Uff. Ja, ja, ja.
Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, wir halten auch zusammen. Bloß gehe ich noch nebenbei hier Zeug einsammeln. Komm, den Dolch nehmen wir mit. Kann ich verkaufen. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Garantiert nicht. Schauen wir mal. Unbearable. Ihr gehört nicht zur unauffälligen Sorte, was? So. Alles mitnehmen. Hier gab es, glaube ich, nichts. Nope. Da müsste jetzt auch gleich schon der Ausgang kommen. Ja, ja, ja. Blöde Knochen, die da rumliegen. Sag's dir, die bringen mit der Mod, mit der Ragdoll-Mod echt einen um. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Dann raus hier. Uff. Wartet! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Finde ich witzig. Er sagt von wegen jetzt so, ja, es wäre besser, wenn, wenn wir uns aufteilen. Und trotzdem müssen wir mit ihm nach Flusswald gehen. Verstehst nicht. Dann geh mal. Hopp, hopp, hopp. Ja, jetzt geh. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen... Tja, hat sich ausgefuchst. Ah, da hat's noch Bergblumen. Jetzt rennt er auf einmal wie ein Gestörter auf einmal los. Sachen gibt's. Ah, jetzt komm. So. Dir die Ruine dort oben, das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Ja, aber soweit als Tutorial ist ja noch ganz einigermaßen. So. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Ein Krieger.
In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf dem Wagen gehörtet. So, schauen wir doch mal. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadung. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen. In Ordnung? Schon mal ein weiterer Ort entdeckt. Ist gleich der Stufenaufstieg gar nicht mal so weit mehr entfernt. Na, ich hab doch genau hier. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Ja, schön. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie nochmal die Rezepte oder die Wirkungen der Pflanzen waren. Ich weiß jetzt nicht, ob hier dieser Pilz Mora Tabinella für Gesundheit auch war. Ich werde auf alle Fälle Gesundheitstränke brauchen. Ausdauertränke? Ja. Mal gucken. Mana, alles was mit Zauberei zu tun hat, wird verkauft. Ob ich euch mit Sven habe reden? Onkel Albor, hallo! Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach, egal. Was macht ihr hier? Bleibt ihr vermutet? Schoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Psst, Onkel, bitte, sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Nehme ich mal mit. Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird mich bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure Wege. So, dann werde ich schon mal Ding herstellen. Ihr werdet schon sehen. So, soweit so gut. Muss ich mich nachher noch schon mal nicht darum kümmern. Sigrid, wir haben Besuch. Schade. Hatwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich.
Ein Freund von Hardvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Nehme ich mal nur das mit, was ich auch wirklich brauche. So. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Vorräte habe ich ja schon. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Wie komme ich von hier? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Auf Wiedersehen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still. Belästigt euren Cousin nicht. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Oh, Schneebären. Wein. Nehme ich mal alles. Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was?
Hört mal, ich werde eine Weile hierbleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit. Uff. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich über Kutschen reisen will. Na? Okay, nichts von Interesse. Ah, da haben wir schon mal Lauch, habe ich auch Tomaten. Das wollte ich eher weniger. Objekte. So, ach, ein Granatstein. Alle klar. So. Fühlt euch wie zu Hause. Merci. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Bla bla bla, wer will nicht schon mit deinem verdreckten Gesicht? Folgt einfach der Straße nach Norden. Biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen, aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Also gut. So, mal gucken, was kann ich noch nehmen? Aha, Eisenschwert. Hier unten. Nehmen steht dran. Dann nehme ich es auch. Trollfett, Eisenpanzer, so. Wein, okay. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? So, Holzfäller-Axt nehme ich gerne mal mit. Okay, Horkerzahn, keine Ahnung, Kuhfell. Ich weiß jetzt nicht, ob man Kuhfell auch zu Leder verarbeiten kann. Mehlsack. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dörte. Die Dörte. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Ist klar, ich gehe dann mal arbeiten. Ist klar. Saufen ist arbeiten. Wow. Ist bestimmt eh schon Nacht, ja. Ah, jetzt darf ich auch hier nehmen. Cool. So, dann schauen wir mal. Eisenschwert habe ich ja schon. So viel. Das ist eine schwere Rüstung. Pelz, Leder. Ich denke mal, ich nehme eine Lederrüstung. Mal gucken, wie wo was. Stahldolch, den nehme ich mit. Eisenstiefel, Eisenhanse, Gerbgestell, nochmal gucken, alles klar. Das Blöde ist halt nur, ich kann mich in diesen Betten da drin, ja, hier, ihr braucht Unterkunft. Ah, doch, ich darf schlafen. Oh, cool. 11 Stunden müssten reichen. Weil ab 8 Uhr morgens machen eigentlich die Geschäfte immer auf. Bis 8 Uhr abends. Soweit ich das weiß. Du hast auf und fühlst dich ausgeruht. Das ist sehr schön. Wir sehen uns in Einsamkeit. Weil kriegen wir auch die gute Erfahrung. Geh wieder rein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. So. Was wollte ich? Ach ja, stimmt ja. Ich wollte noch ein paar Sachen hier nehmen.
Salz auf alle Fälle. Hier noch. Oh. Dachte, was ist jetzt passiert? Na? So. Hier gibt es ja ausschließlich eigentlich auch nur Disteln zum Einsammeln. Anpflanzen. Jede Menge Salz ist immer gut. Pferdchen stehlen. Vor kurzem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Mist, natürlich warst du es, du kleiner Bengel. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Die Kinder sind immer so unverschämt in den Spielen, ne? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Also gut. Gut, dann wollen wir mal. Eisendolch. Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe, aber solide. Macht nur weiter so. Dankeschön. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ja. Dann warten wir mal. Keine Ahnung, wie viel. Achso, stimmt, einmal. Reicht ja aus. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Also gut. So. Ist halt ein bisschen nervig, aber naja. Oh, schon über 50% des Gewichtes. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ich teste selber momentan so ein paar Skyrim, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Walnuss, nicht Walnuss. So. Skyrim Mods. Ich teste selber jede Menge. Zum Beispiel hier die Grafikmod mit 2K Texturen. Dort spare ich mir schon mal Skyrim Special Edition oder wie die heißt. Und noch weitere Mods teste ich aus. Sag ich mal. Enhanced Blood, Hunterborn. Sky UI für besseres Overlay und XP, also Skeleton. Sag's mir. Wie heißt es? Skeletal und Bewegungsmod. Dann habe ich natürlich noch andere Mods zum Laufen. Seid ihr eher von der Heimtück? Wie gesagt, ich gewähre euch. Ja. Aber im Großen und Ganzen teste ich mich.
Nicht hundertprozentig mit Mods aus, aber die teste ich erstmal. So, es gibt wirklich eine Skyrim Together Mod. Die nennt sich, glaube ich, Tamriel Online irgendwie. Allerdings, die Mod, dafür braucht man den Skyrim Script Extender und die Sky UI Mod, die beiden. Und dann kann man das auch, glaube ich, das zusammenspielen. Und nein, habe ich noch nicht getestet. Da müsste ich erstmal selber mit einem Kollegen das testen. Das Ding ist, so einfach funktioniert es nicht, wenn ich das richtig gelesen habe, weil man sich auf einer Seite registrieren, anmelden muss und so weiter. Und dann wird auch ein Port erzeugt und so weiter. Und dann kann man es zusammen spielen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Mod so funktioniert, dass man zusammen Quests machen kann. Oder nur der eine kann Quest machen und der andere steht da wie 100 Meter Feldweg. Das weiß ich leider nicht. Was auch immer ihr benötigt. Ah, so. Gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Ein Pelzhelm, okay. Mhm. Na. Außerdem habe ich auch auf Mods verzichtet für weitere Rüstungen und so weiter. Oder was war's? Hier zum Beispiel, ach ja, hier die Mod Eisenbeschläge, Nägel, Scharnier und Schloss. Die gehört übrigens zum Hausbau-Mod dazu. Also Build Your Own Home nennt sich die Mod, glaube ich. Pelzhelm wollte er haben. Dann wollen wir mal. Nehmt. Braucht ihr eine neue Klinge? Moment, die Frage wäre, ich zocke ja mit 124 Mods, Respekt. Und wenn ich Skyrim Together zocke, was ich gerade getestet habe, geht es ja. Aber das sind auch meine Mods aktiv irgendwie. Du musst die restlichen Mods deaktivieren, soweit ich weiß. Die Server sind nicht public, die sind privat. Also, oder was ist public? Ich weiß auf alle Fälle so, du musst die Mods, glaube ich, dann deaktivieren, weil sonst das Spiel crasht oder allgemein nicht richtig greift mit der Mod oder ähnliches. Oder derjenige muss auch dieselben Mods haben. So habe ich zumindest gelesen im Forum. Und es kann dazu Problemen führen. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ja. So, da wollen wir mal. Pelzhelm. Ja. Boah, das steigt so langsam. Normalerweise wäre ich jetzt schon über Stufe 25. Eisen oder Stahl ist. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Ja gut, oder was heißt Public? Ja, also... Achso, kommt drauf an, was du benutzt. Benutzt du den Nexus Mod Manager oder benutzt du Vortex? Ich benutze Vortex und muss nur die Mods deaktivieren. Einfach drauf anklicken, von aktivieren, also von Enable auf Disable und fertig. So einfach ist das. Also ich kann jedem, oder was heißt jedem, ich kann... Ding empfehlen, Vortex, auf Vortex umzusteigen. So, dann werde ich mal die Dinge herrüsten. Lederrüstung. Wieder. Ach so, ja, okay. Mal gucken. Uff, da brauche ich Leder dazu. Okay. Da muss ich erstmal Zeug verkaufen. Braucht ihr eine neue Klinge? Na,
Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, da wollen wir mal Eisendolch verkaufen. Am besten alles einzeln. Weil dann steigert das am besten. Ist es nicht? Du machst einfach so, wenn du bei Vortex bist, STRG, du klickst auf eine Mod, ganz normal, ohne Enable, Disable, dann STRG A, Rechtsklick und dann Deactivate und dann deaktivieren sich alle Mods. So einfach ist es. So, den Pelzhemd will ich verkaufen. Eisenbahn, Lederstahlbahn, lass ich erstmal noch kurz. Werft einen Blick drauf. Leder will ich kaufen. Oh ja, ich... Uff, ich merk schon. Wie bitter das ist hier gerade. Warum? Lederarmschirm habe ich, glaube ich. Lederhelm. Ach, ich brauche auch Lederstreifen. Ich zieh erstmal kurz mal, die Rüstung so weit an, damit ich sehe, was ich habe. Lederstiefel, Lederrüstung, Füße und Körper. Dann brauche ich nur noch Arm und Kopf. Was auch immer ihr benötigt. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Also gut. Halt, ich brauche noch Leder. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Sky UI ist Voraussetzung für die Tamriel Online Mod. Du brauchst auf alle Fälle, wie ich schon vorhin gesagt habe, Skyrim, also SKSE, Skyrim Script Extender, das auf alle Fälle, und Sky UI. Mehr brauchst du nicht. Das sind die einzigen zwei Sachen. So. Also gut. Mach mal Platz hier. Wie spät ist es überhaupt? Okay, ich dachte gerade. So, Gerbgestell. Ich brauche einmal Lederstreifen. Möglich? Ich weiß es nicht. Da ist einfach mal rumtasten. Leder... Okay, Lederarmschienen brauche ich noch. Und der Lederhelm. Jawohl, ja. Schmiedekunst verbessert und Level up. Neue Stufe. Ja, ja, ja. Dann nehme ich gleich erstmal Ausdauer. Weil wegen mehr Tragekraft und so. Wo haben wir's? Einhändig 27, okay. Schmiedekunst. Kann Stahl, Rüstung und Waffen. Jo, machen wir doch. Brauche ich auch. Ich glaube, als nächstes gehe ich dann auf Elfische, weil Zwergische ist mir ein bisschen zu lasch. Dann gehe ich auf Elfische Kunst hoch. Aber das dauert ja noch. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert. Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Oh. Oh. Ich kann ihm die Sachen verkaufen. Okay. Keine Ahnung, mein Lieber, keine Ahnung. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus mit Tamriel Online. Ich muss die erstmal selber testen. Wie, wo, was und so weiter. Okay. Herstellen. Herstellen, herstellen und herstellen. Sehr schön. Da, 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 da. So, ich habe ein Lederset. Und irgendwann gibt es auf alle Fälle noch, wie heiß. Gut, sieht jetzt Müll aus, die Rüstung. Aber passt. Mit Sven habe reden sehen?
Vielleicht nicht. Vielleicht... Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Aber wenn es nach mir ginge, erstmal ganz normal testen, ohne inoffiziellen Patch und so weiter. Und dann gucken, wie, wo, was und dann sich so durcharbeiten. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. So, erstmal will ich benutzen. So, ja. So, Gemüsesuppe werde ich erstmal reichlich herstellen. So, gebratener Fasan, alles klar. Kaninchenkeulen. Kartoffelkohl. Kartoffelsalz. Komm. Nehme ich das hier. Perfekt. Da ist auch das Salz alle. Also. Stell dir mal vor, hier, das sind die Mods. Du klickst nur einfach ganz normal drauf. STRG und A. Dann werden alle aktiviert, alle markiert, dann einen Rechtsklick machen und dann auf Deactivate. Und so einfach ist es. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. So, da wollen wir mal verkaufen. Einmal Eisenschwert verkaufen. Stimmt, da wollte ich auch noch verbessern. Das verkaufen, das verkaufen. So, Frostbissgift. Okay, könnte ich eigentlich verwenden. Erstmal die Magika-Tränke weg. Das gefällt mir jetzt schon nicht hier, wie das Inventar aussieht. So vollgestopft mit Zeug. Aber ich habe halt bis jetzt noch keine Sachen für weitere Rezepte. Hier muss ich mich durchfuchsen. Verkaufen. Zauberbuch Funken. Ich will eigentlich keine Magie lernen, deswegen verkaufen. Kann ich eigentlich auch verkaufen. Wobei der Granatstein könnte ich eigentlich für Ringe und so weiter benutzen. Na. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Und so ist es im Übrigen auch mit Aktivieren. Einfach alles markieren und dann... habe ich sonst noch was? Ah, hier Zauberbücher. Oh, teuer. Aber nee, will ich nicht. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe doch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Ich will echt wieder die eine Mod installieren, wo die Frauen wirklich etwas femininer laufen, nicht so irgendwie.
Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ich glaube, da oben oder dorthin. Naja. Los, lauf. Lauf. Hopp. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Was ich übrigens auch noch ganz... was wollte ich jetzt sagen? Was übrigens auch wichtig ist, regelmäßig, nachdem man alle Mods deaktiviert oder aktiviert, Deploying Mods anklicken bei Vortex, weil dann wird ja das Ganze getestet, ob soweit alles in Ordnung ist. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. So, quasi da oben hin. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. So. So, ein paar Lachs. Fische hier ausnehmen. So, sonst noch irgendwas? Ach ja, stimmt ja. Ich weiß nicht, welche Mod, mit welchem Mod das zusammenhängt. Hier gibt es nämlich noch Tina the Firefly. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich glaube, das war die Unlimited Follower Mod. Sprich, ich kann Wachen und so weiter anheuern, dass sie meine Follower werden. Um mit mir gegen den Rest der Welt zu kämpfen. Um es mal so auszudrücken. Na. Habt ihr Bier oder Met? Kriegst das hier. Nur eine Flasche. Bis zum nächsten Mal. Verdammter Säufer. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ordner. Ordner. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Ich weiß nicht, ob das die AfD ist. Habt ihr mich gehört? Ja. Oh, verdammt mich. Das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Oh, Knoblauch und Salz war, glaub, Magie. Blaue Bergblume war Gesundheit, glaube ich. Und was noch? Ich glaube, die zwei, ne? Och, das darf doch nicht wahr sein. Really? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Dann machen wir's so. Na also, immerhin was. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden. Durch den Krieg haben wir nicht mehr viel Kundschaft. Gut. Die meisten Kunden sind einheimisch. Ja, da müsste ich raustappen. Das will ich ja jetzt nicht. Ich glaube, das hier war es noch. Jawohl. Mann, ich kriege hier nur Gifte, aber nichts mit Gesundheit. Ich habe fast den halben Tag hier mit Skyrim noch mit Mods rumgetestet und habe jetzt schon wieder vergessen, was doch mal für Gesundheit war. Ich weiß, das Weizen- und Blasenpilz. Aber ich meine die blaue Bergblume. Ah,
Also, Schmetterlingsflügel und... Also. Wenn ihr über Nacht bleiben wollt, habe ich ein freies Zimmer für euch. So. Violett. Reisen die wie ihr müssen doch hungrig sein. Möchtet ihr etwas... Okay, nix. Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Ich meine, dass Mora Tabinella auch für Ding war. Und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Giftresistenz, okay. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Uff. Irgendwas mit Spinnei war noch. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Elfenohr, da brauche ich noch irgendwas. Skiverschwanz war doch auch für Gesundheit, genauso wie er. Okay, Frostresistenz. Doch still war der Rote kein Wort mehr sagt, als Schild meint Mathilda Beck. Nope. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Mit. Frostresistenz, Schneebären, alles klar. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Magika wiederherstellen, machen wir das so. Gesundheit senken. Ach so, viel habe ich ja nicht mehr. Bärenklauen weiß ich jetzt nicht. Hühnerei. Aha. Aha, und Magika-Regeneration. Perfekt. Yep, mag zwar sein, aber... Naja. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr habt es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Alter. Blasenpilz, Weizen, Salz, immer her damit. Kaniswurzel, blutende Krone, weiß ich jetzt nicht. Lass ich auch besser mal die Finger davon. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Uff, stimmt ja. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Ja, schon, aber... Hier im Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Bald wird's eine Vierecksgeschichte... Bald wird's eine Vierecksgeschichte, meine Herren. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. So. Also gut. Dann wollen wir mal.
Weizen, Blasenpilz herstellen. Dann was noch? Salz? Oder Bergblume? Naja. Oh, okay. So. Wow. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit dem. Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Dies ist eine Ode am Himmelsrand. So. Werft einen Blick darauf. Das Kaiservolk. Ach stimmt ja, ich kann ja nicht. So. Ich könnte die Sachen soweit verkaufen. Ja, aber ich habe selber gemerkt, in meinem Privatspielstand vorhin, bevor ich den gelöscht habe, gucke ich so nach, denke, warum bin ich überlastet? Gucke in meine in den Trankreiter nach hier. Von hier oben bis komplett nach unten, alles voll, ungefähr 20 Tränke von alles und wieder alles. Aber nichts hier von wegen mit Magika oder sonst was wiederherstellen. Sondern alles voller Heiltränke größtenteils, wo ich auch so dachte, so, wow. Und stimmt ja, ich wollte hier eigentlich ein Schwert herstellen. Stahlschwert nämlich. Aha. So. Wump. Besser als ein Eisenschwert. 8 und 9. 9 und 10. Nehmt euch, was auch immer ihr benötigt. Die besten Waffen und Rüstungen. So. Verkaufen. Langbogen, ja, behalte ich mal. Das ist gut. Ja. Dann auch das Schwert verbessern. So, dann bin ich fürs Erste erstmal recht ganz gut ausgestattet und ausgerüstet. Ich muss gerade mal gucken. Kann ich überhaupt eine... Ja, doch, Heilung. Alles klar. Heilt den Zauberten um 10 Punkte pro Sekunde. Naja. So. Ölsturzhügelgrab. Die Quest kann sich ein bisschen ziehen. Dann machen wir die noch und dann ist, denke ich mal, auch Zeit wieder für Feierabend. Dann haben wir schon 21 Uhr erreicht. Wobei, ich kann ja vielleicht, denke ich mal, bis 21.30 Uhr machen. Ich meine, gut zu wissen mit den Erzadern, aber holy shit, ich war doch nicht einen ganzen Monat, bis die wieder respawned sind. Oh, halt. Ich sollte noch das Schwert ausrüsten. Jo, perfekt. Schauen wir mal schnell. Okay, keine Pilze an dem Baum. Sagen, na los, wo bleibt der Wolf? Na komm schon. Perfekt. Dann kann ich mir vielleicht doch ein Lederschild demnächst herbei schmieden. Dann bin ich komplett mit Leder ausgestattet. Weil mich interessiert auf alle Fälle, glaube ich, leichte Rüstung. Wenn man ein komplettes Set trägt, gibt es doch mal 25% auf Rüstung. Glaube ich, so war das. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, kann mich auch täuschen. Guck ich mal schnell.
Noch haben wir es. Nicht schwere. Wo sind... Wo ist denn leichte Rüstung? Ach da. Oh. So. Das ist klar. Passt genau. Genau. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Kopf, Brust, Hände, Füße. Und ich glaube, wenn sie getragen wird, Windläufer. Okay. Passgenaue Garnitur. Wenn ein passendes, leichtes Rüstungsset getragen wird. Genau. Also zum Beispiel Lederrüstung komplett. Dann gibt es nochmal... Ja, ich weiß, das ist ein hohes Geschick. Aber ich finde halt leichte Rüstungen doch, würde ich mal sagen, ein bisschen besser. Aus dem Grund, dann ist das Inventar nicht so schnell voll zu mit, naja, zum Beispiel man hat 300 hier Tragekraft und wenn ich die schwere Rüstung trage, dass die nicht sofort mit 250 oder 270 zugedonnert ist. Ihr wisst schon, wie ich meine. Denke ich mal. Hoffe ich. Wo kommst du denn her? So. Jawohl. So, einmal den zum Straucheln bringen und zack. Dietrich nehme ich mit. Gold nehme ich mit. Vielleicht finde ich auch, wie heißt es? Langbow. Achso, habe ich ja schon. Lederschild war's? Natürlich auch was zu essen mitnehmen. Vor allem, ich finde das so blöd mit dem Mehlsack. Bringen tun die nicht viel. Die helfen zwar für ein Rezept. Aber bis ich da mal das Rezept dafür zusammenkriege, da brauche ich auch Milch dazu und so weiter. Ansonsten kann ich die so gut wie gar nicht verwenden, die Mehlsäcke. Oh, halt, das ist noch ein Pfeil. Außer, Ding, wie heißt's? Oh, sag's mir. Ach komm schon. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, sorry. Egal. Hier drüben. Na. Und gefällt euch das? Auch du, Brutus. Wisst ihr was? Hier lauf los. So. Ja, so könnte man es nennen. Also zumindest jetzt gerade. Speech Level. Noch was. So die typischen... So die blöden typischen Skyrim Memes. So, wo so die eine fragt hier so, do you like somebody? Oder, yeah, you?
So, und dann, I have a boyfriend, und dann so ein Sternchen, und dann yeah, comma, you, Fragezeichen. Oh, haha, und am Ende so Wiederherstellung 100 und so. Wo ich auch so denke, so die typischen Skyrim-Memes. So, mal sehen, wie gut ich mich hier anstelle oder wie schlecht. Immer nur... Toll, da gibt's auch ein Stahlschwert. Aber lieber stelle ich das Zeug selber her, damit ich schmieden... So, Mädel, jetzt du. Jo, Volltreffer. Ich glaube, das hier ist übrigens auch mit der Mod die Animation, glaube ich. Bin mir unsicher. Weil es kann auch mal selten vorkommen, dass der Spieler, also der Charakter, den man spielt, eine Piorette macht und jemanden dann voll... alles wegdonnert. So, Objekte. Wo haben wir's? Gemüsesuppe. Damit das schon mal so weit wirkt. Habe ich, okay. Mehr dürfte es, glaube ich, hier auch nicht geben. Jetzt muss ich gerade noch mal schnell was nachgucken. Ausdauer, Gesundheit, Gifte. Okay, Kriegerstein. Erstmal 12 Stunden schlafen, damit es einen Erfahrungsbonus gibt. Irgendwas wollte ich doch. Achso, ja. Weil Waffen, Schilde und so weiter will ich alles schön an der Schmiede herstellen. Ausgeruht. 8 Stunden lang 5% schneller. Sehr schön. Halt was? Achso. Weil ich dadurch Schmieden dann ganz gut aufleveln kann. Fürs Erste. Und solange ich noch kein Gold finde... Der Halt ist leer. Okay. Objekte. Gemüsesuppe. Außerdem muss ich gucken, was nochmal die Zutaten waren für Magicka wiederherstellen. Leintücher, die bringen gar nichts. Ding ist aber, mit einer Mod, da braucht man wiederum Leintücher für Rüstungen und so weiter. Und die leveln das Schmiedelevel auch verdammt gut auf. Aber die habe ich rausgenommen, weil passt nicht. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh, oh, oh. Genug. Nix da. Wenn, dann will ich dem schon so umholzen. So. Ein Gesundheitspunkt und wiegt 0,5. Lachsfleisch, Lachsbraten. So, perfekt. So, wie war denn das? Schlange, Schlange, Fisch.
Ne? So. Gut. Lösung steht ja hier oben schon dran. So. Und Belohnungen. Ach stimmt ja, ich kann ja noch Ding. Neue Stufe. Diesmal Gesundheit. Einhändig dieses Mal. Ich dachte, Feuer war's. Ich dachte, du hast einen Streitkolben mit Feuer. Wo noch Feuerschaden macht. Na? Zumindest dachte ich mir das so. Hast du mir noch vor kurzem geschrieben? So, oh ja, du machst Feuerschaden. Und enthaupt es doch, glaube ich, damit. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hakt mir? So. Das wird jetzt lustig. Hä? Was? Ach, Fähigkeit. Ich dachte gerade schon, wie. So, Frostbissgift. Ja. Hier war ja nix. Objekte, dann nehme ich gleich mal hier. Wegen diesem Vieh. Huh. Das rumst. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, okay, mit jedem Schlag ist das Ding also halt. Gesundheit senken. Ja, ein Schlag und das Gift ist. Das ist auch blöd. Da sieht man mal, was sowas ganz gut bewirken kann. So. Da sieht man mal, wie gut das Erfahrungspunkte gibt mit diesem Stein einmal und wenn man ausgeruht ist. Ich sollte mich öfters mal schlafen legen. Holt mich runter, holt mich runter! Ja, ja, ja. Eins nach dem anderen. Ich muss das mal hier. Hilfe! Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ah, ja gut, soweit bin ich ja noch nicht mit Vulkanglas. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Es lockert mich. Zerspüren. So. Goldene Klaue, Abels Tagebuch. So. Perfekt. Aber ich brauche halt auch jede Menge Gold. Sehr viel Gold. Also Goldbarren. Golderz, Goldbarren. Damit ich dann Schmuck und so weiter herstellen kann. Weil das sollte ja eigentlich ganz schnell. Die leeren Seelensteine, da fragst du mich jetzt was, aber irgendwie geht das. Ich glaube an dem Verzaubertisch.
Du brauchst einen Seelenstein und musst ihn irgendwie auffüllen. Ach nein, die Geschichte. Ja. Ich meine, wie gesagt, an dem Verzaubertisch irgendwie. Oder ich weiß nicht, ob es irgendwie noch irgendwo so eine Art Tutorial gibt. Quasi hier und dann Einstellungen und dann irgendwie so anzeigen lassen. Nee, hier schon mal nicht. Hilfe, da! Halt hier. Hilfe. Angreifen. Kräfteschrei, neue Stufe. Seelensteine hier. Um ein Wirke den Zauber Seelenfalle auf eine Kreatur und töte diese, bevor der Zauber abklingt. Wenn sich ein Seelenstein in deinem Inventar befindet, der die Seele der Kreatur aufnehmen kann, wird die Seele an den Stein gebunden. Wenn du mehrere Seelensteine besitzt, wird die Seele im kleinsten Stein gefangen, der sie aufnehmen kann. Du solltest bedenken, dass die meisten Seelensteine nur die Seelen von lebendigen Kreaturen aufnehmen können. Nur schwarze Seelensteine können die Seelen von Menschen und Elfen einfangen. Untote, Zwergenkonstrukte und einige andere Kreaturen besitzen keine einfangbaren Seelen. Da hast es. So. Ah, halt. Da hätte ich gern das Gold. Den habe ich ja. Okay. Sonst noch ein Trauger. So, bin ja nicht blöd. Und mit dem erlaube ich mir jetzt einen Spaß. Hopp. Na komm. Ach ja, schön. So. So macht man's. Und man spart sich hier das hier. Die Ruhelosen sind halt echt eine harte Axt. Eine harte Nummer. Knochenmehl, her damit. Gold. Gold. Aber wie gesagt, ich meinte noch an einem verzauberbaren Tisch. Irgendwie müsste sowas gehen. Es sei denn, ich habe mich verlesen. So. Eine Lehrlingstruhe. Perfekt. Neue Stufe. Ausdauer bitte. Doppelwirbel. Kampfhaltung. Was macht Gemetzel nochmal? Ach so, nein. Knochenbrecher. Klingenspezialist. Okay. Nee, dann nehme ich das hier. Da kann ich an Commander Willi, so jetzt ich zeig's mal ganz kurz. Skyrim spiele ich nicht einfach so, sondern ich habe das gemoddet,
Unter anderem nehme ich zum Beispiel das hier, das Sky UI Mod. Du brauchst allerdings auch, wie heißt dafür? Skyrim Script Extender. Das kann man, keine Ahnung, wenn du das über Steam hast, guck einfach mal nach, SKSE eingeben, Skyrim Script Extender und dann hier Sky UI. Dann hast du nämlich so ein Inventar. Alles ist nämlich viel übersichtlicher, viel besser und einfacher zu finden. Ich habe noch, na, das wollte ich ja weniger. Ich habe ja natürlich noch andere Mods. Die habe ich aber deaktiviert. Da werden zum Beispiel andere Rüstungen oder weitere Rüstungen, die ich dann herstellen kann, bieten guten Schutz. Sollte man vielleicht auch die Bücher lesen. So. Dann, was noch für eine Mod? Komm, sag's mir. Rüstungsmod und so weiter. So. Rüstungsmod, Übersichtsmod, Grafikmod. Grafikmod hier. Weil normalerweise. Was wollte ich jetzt sagen? Sieht die Grafik ein bisschen müll aus und ich verwende halt eine Grafikmod, die 2K hat. Also ein paar hübsche Grafikdesigns. Dann die Straßen. Wenn man ja zum Beispiel von Flusswald nach Helgen. Flusswald nach Winterfeste. Na, ganz toll. So. Na also. So. Oder ähnliches. Dann gebranntes Ziegenbein. Was ist, wiegt noch so schwer? Ach ja, ich verwende einfach mal die Mehlsäcke. Bestimmt Kaninchenkeulen. So. Honignussschnitte. Ja, genau, was ich sagen wollte, ich benutze halt auch Grafikmod, damit das genauso hübsch aussieht wie Skyrim Special Edition. Dann speichere ich mir nämlich die Special Edition. Dann die Straßen, so eine Straßenmod zum Beispiel. Wenn man jetzt von Flusswald nach Weißlauf läuft, viel helleres Gestein, sodass man die Straßen auch richtig schön erkennt. Gräser, Wassergrafik. Dann der Nachthimmel, ebenfalls dann eben eine schöne Grafik. Sternenhimmel mit Mond als Grafik. Und hast du nicht gesehen. Und solche schönen Animationen auch, glaube ich. Dann Bewegungsmod, dass die Bewegungen jetzt nicht, dass die Charaktere nicht so stehen, sondern dass die Bewegungen halt flüssiger sind und nicht so steif sind. Vor allem auch bei Frauen und so weiter. Weil die läuft ja alles so und mit der Mod verschränken die ganz gern mal die Arme, laufen auch wirklich so ganz normal und so weiter. Ja, ah, stimmt ja, genau. Ja, keine schlechte Idee. Und, ja, heute mal halt, wie gesagt, kein Kingdom Come. Weil es einiges zu besprechen gab, was ich ansprechen wollte. Und deswegen wird es auch, denke ich mal, sonntags nach Lust und Laune ab und an mal, aber nicht allzu häufig, Skyrim geben. Weil auch Borderlands jetzt erstmal für eine gewisse Zeit pausiert ist.
bis es den anderen soweit wieder gut geht und hast du nicht gesehen. So. Hopp. Und ich experimentiere halt echt mit vielen Mods rum. Unter anderem mit einem Art Companion Maker. Den müsste ich erstmal wieder finden. Wo man Gefährten und so weiter komplett bearbeiten kann. Dass die zum Beispiel mit Schminke rumlaufen, Kriegsbemalung. Und hast du nicht gesehen und dies und das und sel und je. Aha, da hat er mich schon gesehen. Vor allem auch der Witz, der hat mich einmal gesehen und sofort weiß ich, wo ich bin, wenn ich geduckt bin. Begleiter gibt's erst später. Beziehungsweise, ich mach nicht sofort die Hauptstory, sondern ich mach erstmal hier die Quest mit dem Ötschdurzügelgrab. Damit Flusswald soweit etwas abgeschlossen ist. Stimmt ja, habe ich ja schon. Weil bis ich den ersten Begleiter bekomme, da muss ich eh erstmal ins Ötschdurzügelgrab. Müsste da was holen. Und dann muss ich noch einen Drachen töten. Muss doch dies und das machen. Und dann erst kriege ich ja einen Begleiter. Ich meine, ich könnte nach dieser Mod suchen. Das Problem ist halt, man braucht halt auch die DLCs dazu. Also Dragonborn und... Na? Dies und das. Und dann kann man selber sogar seine eigenen Companions erstellen. Zum Beispiel Person A ist ein Dieb, Person B ist nur auf Fernkampf spezialisiert, der andere oder die andere Companion Nummer C ist, sagen wir mal, auf Magie und man kann auch selber dann die Rassen und so weiter einstellen. Zum Beispiel könnte ich mit der Mod, wenn ich die finde, Lydia so einstellen, dass sie zum Beispiel als Elfin herumläuft. Und das wird jetzt ein interessanter Kampf werden. Wow, der widersteht dem Ganzen. Okay, interessant. Au. Und zack. Ach ja, stimmt. Ja, den meinst du. Diesen Elf mit Bogenschütze. Genau. Ja, stimmt ja. Den habe ich komplett vergessen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, hier haben wir es doch. Den habe ich komplett vergessen. Der existiert ja auch noch. Da war ja was. Aber, ja. Da bringt er, glaube ich, auch Bogenschießen bei. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Oh. Das wird interessant. Ah, hier. Oh. Hi. Sollte auch vielleicht mal blocken. Amulett für ein Kühneret. Steigert die Ausdauer um 10 Punkte. Okay. Ich will halt möglichst ohne diesen Krimskrams auskommen.
ne? Gold und Knochenmehl. Jawoll, ja. Oh Mann. Alter Nordbogen. 12 und macht 9 Schaden. Wie sieht's mit meinem Bogen aus? 5 und macht 7 Schaden. Da bleibe ich lieber erstmal bei dem Bogen, den ich habe. Und wie gesagt, ich teste die Spiele. Klar, normal, wenn es mal nicht so ganz so gut ist, dann modde ich die halt ohne Ende. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Mods laufen. Ich glaube maximal 44 Mods, Grafikmods und hast du nicht gesehen? Inventarmod hier. Hier war's. Goldene Klaue, Bär, Vogel und Eule. Wunderbar. Inwiefern? Also im Chat, du musst eigentlich nur Alt-GR drücken, dann die Q-Taste für Add und dann kannst du an jemanden im Chat direkt anschreiben. Dass derjenige das markiert bekommt. Wenn du das so meinst, ansonsten habe ich keine Ahnung, wie wo was. Aber wenn du meinst, ich spiele das mit Mod, das bedeutet jetzt nicht Twitch-Mod, also hier Mods, sondern halt mit Spieleprogrammen, die das Spiel unterstützen. Ach, bei Skyrim. Warte mal. Ach so, hier mit der Konsole, da geht das nicht im Übrigen. Und wie gesagt, wenn du halt über Steam, dann mach das über den Steam Launcher. So. Jagdbogen. Lass ihn mal drin. So. Give me Rune. Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbittliche Macht. So. Ausdauer senken. Weil da steigt jemand aus dem Grab. Au. So, erstmal ihn zum Taumeln bringen und... Jawoll. Na, ja, lief doch ganz gut. Ja, das... Kann ich verkaufen. Drachenstein nehme ich. Eisenschild, naja. Mein PC auch nicht? Hä? Also ich kann es mal zeigen. Ah ne, sieht man glaube ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube das Fenster das sieht man nicht. Lass ich auch besser. Wenn du Skyrim auf Steam hast, ich denke mal, das kann ich nachher zeigen. Weil wir haben ja jetzt die Quest hier soweit eh fertig. Wir müssen nur noch die Klaue zurückbringen.
Und dann, ist ja gleich schon 21 Uhr. Das trifft sich gut. Ach, jetzt bin ich ja hier oben. Stimmt ja. Wo ich auch nicht weiß, wo soll man am geschicktesten runter. So, also wie gesagt, ich benutze so Grafikmods in 2K-Auflösung zum Beispiel. Gut. Dass die Landschaft etwas schöner aussieht, das Wasser viel klarer. Und so weiter. Und dann zeige ich gleich, wie, wo, was. Fuchs, bleib da. Oder nicht. Dann geh halt. Und dann zeige ich das mal schnell, wie man das macht. Perfekt. So. Speichern erstmal. So, Karte. Schnellreise mache ich mal schnell. So, jetzt Flussmal zum Beispiel. Die eine Mod, wo ich jetzt benutze, wo ich erwähnt habe mit den Straßen, ist zum Beispiel hier in Städten. Texturen-Mod nennt sie sich, glaube ich, zum Beispiel irgendwie, dass die Straßen hier viel schöner aussehen. Und außerhalb vom Gelände die Straßen zum Teil richtig deutlich weiß hervorgehoben werden. Damit man auch sieht, wohin man läuft. So, dann gebe ich noch schnell das Zeug ab. Dann müsste das Dorf mich soweit mögen und lieben, respektieren, schätzen und was weiß ich doch alles. Ich kann auch mit der Mod, wenn ich die umändere, uminstalliert, dann kann ich die Straßen auch dunkler machen und so weiter. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurück. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. So, abgeschlossen. 400 Gold. Die mögen mich, also darf ich das Gold auch nehmen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, sehr schön. So, dann nehme ich doch das, was mir zugesteht. Also, wo dran steht, nehmen. Bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Okay, da will ich nichts. Nahrung, immer her damit. Das steht nebendran, also nehme ich es auch. Den Müll können die behalten. Der Rest will ich nicht. Essen und Trinken, ja. Geld, Gold. Ihr braucht etwas Übung. Wunderbar. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh, danke. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. So. Jetzt steht die Frau am Herd. Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Okay. Das Flusswald, Schmuckstücke, ja. Grimmskrams, so. Wie viel Gold hast du noch? 494. Ja, sehr schön. Eisenschwert verkaufen. Das verkaufen. Amulett verkaufen. Ketten verkaufen. Tränke. Da würde ich jetzt schon einiges zum Teil verkaufen wollen. Das will ich nicht, das will ich nicht. Giftresistenz. Und deswegen würde ich auch hier die Dinge verkaufen wollen. Eigentlich die Mana-Tränke.
Ah, passt. Perfekt. Also gut. So, dann nochmal speichern. Dann ist jetzt nämlich Feierabend, aber halt. Ich habe ja mein Wort gegeben von wegen. Ich zeige euch noch schnell, wie das hier funktioniert mit Mods zum Beispiel. Deswegen schalte ich mal schnell um auf die Bildschirmaufnahme. So, hier habt ihr jetzt zum Beispiel Steam. Wo haben wir es? Skyrim. The Elder Scrolls Skyrim. So. Dann geht ihr am besten in den, wo ist das, Workshop? Die besten Mods für ihr Spiel, genau. Und gibt hier zum Beispiel ein SKSE. Suchen. Blood Options, ja, nee. Du sollst eigentlich nur den Skyrim Script Extender. Skyrim Script einfach mal Extender ja sag mal SKSE Blood Options, okay. Ich schau mal ganz kurz, ist es das? Nee, das ist es nicht. Oder? Ach hier. Hier findet ihr dann zum Beispiel den Link Skyrim Script Extender 1. Genau, hier, das hier. Und klickt dann hier an SKSE Silverlock.org. Ich poste das hier mal kurz in den Chat. So. Da habt ihr den Link. Einfach anklicken und dann Install via Steam anklicken. Hä? Du bist ganz normal hier bei... Moment. Skyrim. Und dann müsste eigentlich Workshop geben, eigentlich. Also beim normalen Skyrim. Nicht Skyrim... Special Edition, sondern ja, nur beim alten Spiel, genau. Ansonsten, wie gesagt, Skyrim, hier den Link anklicken und install via Steam, das hier, dann wird das nämlich gedownloadet. Und dann müsste das hier nämlich dann auftauchen. Der Skyrim Script Extender SKSE. Und da kann man nämlich hier noch alles Mögliche damit veranstalten. Mit den anderen Mods. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wie ich schon erwähnt habe. Diesen Link hier anklicken. SKSE.silverlock.org und dann Install via Steam. Zeige ich jetzt einfach mal. Zack. Und dann kommt man nämlich hier dann drauf. Und ist auch kostenlos im Übrigen. Und ja, genau. Dann installieren. Und dann ist das nämlich schon mal soweit drauf. Installiert. Und dann, ich finde es aber seltsam. Normalerweise müsste es eigentlich Startseite Community. Wie gesagt, Bibliothek, Skyrim. Und dann müsste hier eigentlich Workshop da sein, normalerweise. Das einmal anklicken. Und da wird man sofort weitergeleitet hier zu Elder Scrolls Skyrim. Und da dann, ich guck mal kurz, Sky UI. Genau.
Und dann hier das hier. Sky UE 5. Das dann auswählen. So. Und dann abonnieren. Dann wird es runtergeladen für Skyrim. Und anstatt, dass es dann so aussieht, sieht es dann nämlich mit Sky UI so aus. Anstatt so, das Originalding, sieht das so aus. Das Inventar. Die Magie. Die Container. Die Händler. Die Favoriten. Crafting. Alchemie. Alles sieht dann so übersichtlicher aus. Und hier natürlich noch mit Mod Configuration. Dann natürlich aktive Effekte als HUD hier anzeigen lassen. Mit Itemsuche. Mit Kartensuche. Gamepad Support ist auch mit dabei. Und natürlich auf verschiedenen Sprachen. Also hier Chinesisch, Deutsch, Englisch und alles Mögliche. Bei Skyrim Ad? Du musst einfach nur ganz normal in Steam hier eingeloggt sein. Aber bei Skyrim Ad? Nee. Warte mal, Skyrim Ad ist wahrscheinlich von Bethesda irgend so ein Rotz. Keine Ahnung. Da würde ich mal besser... Ja, das neue Skyrim, ja, aber nicht beim alten. Beim neuen Skyrim braucht man eigentlich soweit nicht wirklich Mods. Ja, das ist beim neuen Skyrim. Und das, was ich hier habe, ist das alte Skyrim. Nicht das neue, nicht die Special Edition. Nicht irgendeine Jahresedition, sondern das ganz normale The Elder Scrolls Skyrim. Das habe ich ja noch. Genau, beim alten, da kannst du die Mods runterladen. Also, wie gesagt, was halt wichtig ist, den Link anklicken, wo ich gepostet habe. Und die Spezialedition. Was wollte ich da jetzt dazu sagen? Da braucht man eigentlich fast keine Grafikmod dafür. Aber wegen Sky UI. Man braucht halt den Skyrim Script Extender. Wie gesagt, den Link habe ich gepostet im Chat. Da dann Install via Steam. Dann wird es eigentlich installiert. Wird hinzugefügt. Wird dann bei Ding eingefügt in Skyrim soweit und dann einfach im Workshop Sky UI eingeben und dann gerade hier, wie ich es dir nochmal zeige, Sky UI suchen, das erste hier runterladen und dann ist das alles nämlich auch sortiert. Zumindest beim alten. Ich habe nämlich nicht die, die Special Edition, die Spezialedition, sondern nur die alte Version. Und die habe ich soweit gemoddet mit Grafiken und so weiter, damit ich mir die Special Edition spare. Ja, das ist mir auch klar, dass du beide hast. Aber wie gesagt, das funktioniert beim alten auf alle Fälle. Weil bei Skyrim Special Edition, ich glaube nicht, dass man da großartig modden kann. Ich will da mal ganz kurz was gucken. Bevor ich Feierabend mache. Skyrim. Ja, da gibt es nämlich nur die Special Edition. Und hier Skyrim Script Extender.
Und das dann? Special Edition. Wo kann ich mir jetzt hier den Workshop anzeigen lassen? Das geht auch irgendwie. Dass ich mir das anzeigen lassen kann. Den Workshop. Community Hub eventuell. Diskussion. Ja, hier gibt es keinen Workshop. Liegt nämlich daran, weil Bethesda sich so denkt, nee, machen wir nicht. Da muss man schon eher auf eine kompliziertere Art und Weise ausweichen. Deswegen, bei Elder Scrolls Skyrim, das mit Mod funktioniert nur beim Alten. Mit Special Edition funktioniert das nicht. Nicht auf die Art, auf eine andere Art, wie ich es benutze. Ich zeige es mal ganz kurz hier. Mit diesem Programm. Da kann ich mir hier so einstellen, ja, ich will jetzt das haben, ich will jetzt das haben und so weiter und hast du nicht gesehen. Und ja. Genau. Ja, da kann ich dann leider auch nicht weiterhelfen. Wie das genau funktioniert. Vielleicht hat jemand die Special Edition, kann dir weiterhelfen. Ach stimmt, Creators Club. Stimmt ja, da muss man sich ja Mods kaufen. Stimmt ja. Sorry. Ja, wie gesagt, deswegen benutze ich da lieber das alte Skyrim. Und kann da Sachen modden ohne Ende. Anstatt hier mit Skyrim Special Edition. So. Jetzt aber genug erklärt und so weiter. Ich möchte dann jetzt so langsam Feierabend machen. Also wie gesagt, ich poste gleich nochmal den Link rein. Discord, Spiele, Team. So. Also, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Das war's von unserer Seite aus hier, beziehungsweise von meiner. Das Ganze gibt es so mit ein paar Tagen Verzögerung nachzuholen auf YouTube. Einfach da vorbeischauen, abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Könnt uns auf Twitter folgen, auf Facebook könnt ihr ein Like hinterlassen. Da kriegt ihr eigentlich Bescheid, wenn wir einen Livestream starten. Heute habe ich es mal bei Facebook vergessen. Sorry. Aber ansonsten, wenn ihr an der Quelle hocken wollt, folgt uns auf Discord. Da kriegt ihr immer alles aus erster Hand Bescheid und so weiter, wenn wir live gehen, könnt mit uns chatten, quatschen, schreiben, nachdem man sich besser kennengelernt hat, Spiele spielen. Und apropos Spiele spielen, wir haben auch eine Spieleliste, einfach mal den Link anklicken. Da habt ihr mittlerweile recht gut säuberlich sortiert eine Liste mit Spielen, die wir gespielt haben, die pausiert sind, die noch so kommen könnten, die wir aktuell spielen, die abgebrochen wurden, alles schön nach Farbe, Alphabet und Kategorie sortiert. Und ansonsten haben wir noch eine OGM Live-Team, die von WordKit komponiert wurde. Teamers nennt die sich, glaube ich. Nee, Streamers? Ich habe es schon längst wieder vergessen. Einfach mal Linktree anklicken, bei WordKit vorbeischauen, durch seine Diskografie hören, ein paar Grüße dalassen. Würde uns freuen und auch ihn. Und ansonsten bei Twitch einfach runterscrollen. Da habt ihr die ganzen Banner, wo ihr dann weitergeleitet werdet. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut, folgt uns doch auf Twitch rüber. Da habt ihr mehr davon. Genau. So, und jetzt gucken. So, das ist nochmal der Link. Wie gesagt, den ich jetzt gerade im Chat gepostet habe. Den bitte anklicken. Und dann auf oben links Skyrim Script Extender, SKSE, Install via Steam zum Beispiel. Das wäre die eine Art. Oder ihr geht im Shop auf Steam, ganz genau mal auf Shop, im Shop suchen und gibt einfach ein groß natürlich SKSE und dann findet hier Skyrim Script Extender anklicken und jetzt installieren anklicken, dann wird das nämlich auch so dann bei Skyrim installiert.
Ich meine allerdings beim Alten, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Special Edition dabei ist. Wie gesagt, beim Alten funktioniert es auf alle Fälle. Und wenn ihr das habt, dann gebt ihr im Workshop noch ein Sky UI. Das Ganze poste ich auch noch mal kurz in den Chat rein. So, also zumindest im Workshop Sky UI und natürlich das ganz normale auf Abonnieren klicken, dann wird es runtergeladen und dann funktioniert das Ganze normalerweise auch schon und ihr habt ein übersichtlicheres Inventar. Ich sollte echt mal irgendwann auch Tutorials machen, von wegen hier, wie heißt wie man moddet und so weiter. Beim neuen kann man Häuser bauen und so. Das könnte ich beim alten auch. Mit Mods. Da habe ich eine Mod, die nennt sich, oh, wie nennt die sich die? Einen Moment. So. Build your own home. Genau. Zum Beispiel. Und da kann ich dann Feuerholz, kann auch Eisen farmen und so weiter und kann damit dann Schlösser herstellen, Nägel und so weiter, kann dann auch Sachen zusammenbauen, Türen, Fenster und so weiter und hast du nicht gesehen und kann dann ebenfalls meine eigene Hütte bauen. Das ist alles mit Mods möglich. Ja, du vergisst aber, du brauchst die DLCs dazu. Man braucht beim Alten die DLCs dazu. Und die hatte ich bis vor kurzem nicht. Deswegen. Ja, genau. Deswegen. Ja, benutze ich da Mod. So. Würde aber sagen, das war es jetzt wirklich von meiner Seite. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Doch, einen wunderschönen Abend. Später eine gute Nacht. Und für morgen, morgen ist was? Mittwoch? Genau, morgen ist Mittwoch. Lasst euch einfach mal überraschen, was Velada so plant an Stream. Und wir sehen uns, denke ich mal, morgen Abend wieder. Ansonsten von meiner Seite streamtechnisch. Ich weiß nicht, wenn Velada überhaupt Lust hat. Vielleicht werde ich morgen dann in Gingset streamen, vielleicht auch erst am Donnerstag. Und dann mal gucken, was ich am Donnerstag mache. Vielleicht Kingdom Come, vielleicht Bioshock. Denk daran, unser Motto lautet: Alles kann, nichts muss. Lass uns einfach mal überraschen. Dann würde ich sagen, gibt es noch Abschiedsmusik und ja doch, gibt es noch Abschiedsmusik und dann Feierabend. Das war's von meiner Seite aus hier. Euer Maika von der Online Game Masters. Ciao und bis dann.